Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Ich bin hier Donald, zock mal weiter, hab ich mir gedacht. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Ich bin Aufzug nur hochgefahren. Cave Johnson hat nichts gesagt. Und wir haben jetzt einen neuen Test wieder mit diesem Gel. Und ich denke, oder eher ich vermute mal, dass wir damit noch einiges zu tun haben mit dem Gel. Genau, guck mal, fliege ich auch ganz schön schon gegen die Wand hier. Weil das Gel, wie im letzten Part ja schon gesehen, ist ja ein neuartiges Gel. Man kann damit ja hier durch Wände und so schießen. Siehst du, das ist einfach Farbe. Das ist auch Mondstein, kostet glaube ich 7 Millionen Dollar. Wir haben es trotzdem gekauft, sagt der Cave Johnson. Ja, der Cave Johnson, der kann es halt. Weil er es kann. Und ich schätze, ich muss hier hoch. Hier war nämlich irgendwann, wenn ich mich an diesen Test mal so ganz grob erinnere, warte mal. Ja, jetzt glitsche ich mich hier ein bisschen durch die Gegend, okay? So. Genau, hier muss ich hin und dann muss das, glaube ich, hier gegen die Wand irgendwie fliegen. Stell dir vor, du wirst mit so einem Gel eingerieben oder so. Na, das ist noch nicht ganz richtig, beziehungsweise doch, das kann man so machen. Und da fährt ein Zug vorbei. Ich mag Züge. Und das war jetzt total motivierend klang da, weißt du? Hier. Ja, genau. Wie soll ich da hochkommen am dümmsten? Ich schau mal, ist da oben eine weiße Plattform? Ne, hier ist gar nichts, aber ich muss das eh alles selbst machen, sagen wir mal so. Also wir müssen selbst hier alles einfärben. Wir sind jetzt Maler bei Aperture. So. Die Plattform sieht mir nämlich schon sehr nach. Du weißt, dass ich meine Rückstoß hier und Fortbewegung und so was. So sieht die für mich schon aus. Und mal schauen, wo das G hinfließt. Okay. Die Wand muss ich, hier muss ich hoch, glaube ich. Und das muss dann theoretisch eigentlich auch alles eingesprüht werden. So, ich denke mal in die andere Richtung. Kann ich das in die andere Richtung drehen? Ja, kann ich. Gut. Ist noch ein bisschen knifflig. Ich glaube, ich färbe jetzt mal kurz alles ein. Beziehungsweise, brauche ich gar nicht abwarten, ne? Kann ich auch so machen. Guck mal, immer hier so weiter hocharbeiten, denke ich. Ja, das ist eine gute Taktik eigentlich, wenn ich mal so drüber nachdenke. Guck mal, da kommen wir voll gut mit nach oben. Ich muss mal husten. Das passiert mir ständig. So, genau, jetzt sind wir da oben. Jetzt können wir da uns das theoretische Portal setzen. Nur wessen Zweck dieses Portal zu erfüllen hat, weiß ich noch nicht. Obwohl, doch. Ja, wir müssen da nämlich hin. Okay. Und wie machen wir das am dümmsten? Ich denke mal so. Und dann hier so reinspringen und dann wieder rausfliegen. Ui. Ja, perfekt. Ich habe nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Menschen verbrennen. Er spricht aus, was alle denken. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Da hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich spreche es auf Band, damit sie es jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zersträuben und sagen, sie kann es nicht beschreiben, wie sie ist. Aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinem Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Ich glaube, GLaDOS mag Cave Johnson. Also, ja, ich mag keine Zitronen mehr. Jetzt mag ich keine Zitronen mehr. Wenn das Leben Zitronen gibt, wenn die das Leben Zitronen gibt, mach keine Limonade draus. Denkt dran, Leute. Es könnte ins Auge gehen. Haha, ins Auge gehen, verstehst du, am Brennen. Nee, komm. Ja. Okay,
war ein doofer Sprung jetzt, warte mal. Wir können auch einfach jetzt hier so gemütlich ein Portal setzen, dann hier ein Portal setzen. Ich mag den Test hier. Guck mal, sind wir bei 2950 Meter und ich denke, bei 0 sind wir dann bei Aperture drin. Oben wieder, warte mal. Zack. So, das ist schon besser, weil ich gerade hier leider daneben gefallen bin. Ach, guck mal, hier ist ein Aufzug mit so einer Plattform. Brauche ich dann dieses Rückstoß? Ich glaube, ich brauche dieses Rückstoßding dafür, ne? Cool. Warte mal. Mit der mittleren Maustaste kann ich reinzoomen. Ich habe voll Bock auf Porte, ohne Scheiß. Macht immer so Spaß. Wie kommen wir da am dösten hoch? Das ist jetzt die Frage, die sich mir stellt. Hier gehen auch übrigens die Rohre, glaube ich, von den Gel-Dingern nach oben. Okay, hier komme ich hoch, klar. Oben vielleicht, ne? Notfalls schaue ich gleich mal selbst nochmal nach. Ein bisschen Stagnierungs-Action hier oder was? Ich muss hier auf jeden Fall hochfliegen. Das ist jetzt etwas, was ich mal kurz ausprobieren möchte. Hier ist eine Plattform nämlich. Ah, guck hier, habe ich mir doch schon gedacht. Ah, cool gemacht. Cool gemacht, auf jeden Fall. Okay, jetzt sind wir schon ein bisschen höher wieder. Wir sind fast am Ende. Da oben müssen wir anscheinend hin. Oder hier oben. Ist noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werde ich nochmal im Aufzug reinspringen. Mache ich ein blaues Portal. Und hier springen wir dann im Aufzug schön rein. Uip. So. Geht doch. Oh, Ladebildschirm. So, da sind wir wieder. GLaDOS wird jetzt gerade GLaDOS wird jetzt gerade so voll der Rebell, weißt du, so, ja, scheiß aufs System, mach alles platt. Genau. Ach, guck mal hier. Plupp. Oh, das passt sogar. Sehr schön. Wären wir so weit überhaupt geflogen, ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht. Aber wo sollten wir überhaupt damit hinfliegen? Das ist die andere Frage. Ja doch, hier hoch eigentlich. Ich probiere nochmal den Sprung, weil hier ist das ein bisschen höher. Und... Ui, ja, passt. Sehr schön. Ach, ich dachte gerade hier Caution. Also Achtung, ne, ist mir klar. Ja, ich weiß schon, was ich machen muss. Ich muss hier wieder hochfliegen und dann muss ich am Portal reinschießen, denke ich mal. Ist hier irgendwo eine weiße Fläche? Nein, okay. Warte mal. Eigentlich nur da unten, da müssen wir, glaube ich, hier runterlaufen. Okay. Für den mich interessiert, ich habe meine Festplatte jetzt aufgeräumt. Ich kann jetzt wieder stundenlang aufnehmen. Vorher waren es nur 500 GB, jetzt sind wieder 1 Terabyte fast an Festplattenspeicher. Hui. Aua, mein Kopf gegen die Decke ist immer gut. Schadet nicht den Gehirnzellen. Das sieht schon wieder interessant da vorne aus. Mal gucken. Hier haben wir weißes Gel, blaues Gel und orangenes Gel. Okay. Boah, warte mal. Wie fliegt denn das raus? Einfach gerade nach oben? Ach, guck mal, dann könnt ihr das so hier machen. Ah, okay. Kann ich hier Portes platzieren, wie ich lustig bin? Blau? Mal schauen, fliegt eine Blau hin? Achso, fällt durch. Und wo fliegt das dann hin? Vor die Tür? Ja, da bringt es aber nichts. Die Frage ist jetzt... Na, Blau ist ja so einzeln. Aber wenn ihr jetzt das Orangene nehmen... Oder muss das Weiße dahin? Das ist...
Versuch mal mit dem Weißen. Warte mal, ich glaube nämlich nicht, doch. Ja, aber ich glaube, das ist zu wenig. Wenn jetzt irgendwo ein blaues, boah, was ist los? Ja, das bringt uns da ja nichts. Okay, wir könnten das so machen. Oh, ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Guck mal, hier ist nämlich so eine blaue Fläche. Warte mal auf, mein Freund. So habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ich denke, ich tue mir einfach nochmal das altbewährte Prinzip anwenden. Vorschossen einfach mal, ja? Mal schauen, ob es klappt. Und, hepp. Jo, aber so einfach perfekt. Da muss man noch was platzieren, sehe ich gerade. Ich habe da jetzt mal echt extra irgendwas hingesetzt. Obwohl, kann ich auch von da oben aus regeln, warte mal. Ne, dann, ui, okay. Hier muss noch ein blaues hin, dann können wir da nämlich drüber springen. Hier machen wir jetzt noch blaue dahin. Brauchen können wir das Weiße hier noch transportieren? Das ist die Frage. Eigentlich könnte man das ja. Aber das Blaue wäre, glaube ich, einfacher, wenn man es jetzt ganz einfach machen mit dem System, was ich sowieso schon immer angewendet habe. Ist das eine Fläche? Nein, ist es nicht. Okay. Komm mal her, Powerblau. Zack, zack. Ach so, ich brauche da oben erstmal Weiß. Wo ist Weiß? Weiß ist hier. Siehst du? Dann mach nach Portal hier oben hin. Gehen hier hin aufs Blaue. Drücken hier hin. So. Ah, jetzt macht er. Perfekt. Geschafft. Manchmal muss man gar nicht so um Ecken denken, ne? Manchmal ist die Lösung einfacher, als man glaubt. App. Und nochmal. App. Das sieht cool aus. Yeah. Und nun haben wir wieder hier eine weiße Fläche. Okay. Ah, wir müssen hier. Oh, kann das sein? Ist hier irgendwo was? So, Leute, ich bin anscheinend echt Genius, weil hier oben kann ich rein. Sag das doch, Mann. Sag das doch. Yay. Ich wurde darum gebeten, nicht mal Yay zu sagen, weil ich das echt gut kann. Jetzt sind wir hier oben. Okay. Und das liebe ich hier. Das ist voll geil. Ohne Scheiß. Mal schauen. Flup, 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 flup. Passt nicht, okay. Dann machen wir mal ein bisschen runter. Jetzt haben wir hier eine schöne weiße Plattform. Die Geräusche hier erinnern mich immer an Dead Space. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht warum. Das klingt immer wieder dieses Atmen von Isaac Clarke. Der fliegt einfach nur durch. Okay, da hinten ist alles weiß. Da kommt man hin. Hier. Luft, Luft, Luft. BTF? Ach nein, wie geil ist das denn bitte? Guck mal. Hier fließt das G in den Lüftungsschacht rein und alles fliegt durch die Gegend. Richtig gut, Alter. Das ist geil gemacht. Wow. Watch your step. BTF? Oh Gott, das sieht alles gerade so verwirrend aus. This way up steht hier. Okay, habe ich noch das Gel anhand? Ich denke schon. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's dann für den Part heute. Und den nächsten Part sehen wir dann, was da oben uns erwartet. Da sehen wir nämlich schon wieder so ein geiles Tor. Ich freue mich schon drauf, Leute. Hoffentlich hat es heute gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.